Hi, meine Schönen, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück. So, meine Lieben, wie ihr bereits im Thumbnail gesehen habt, geht es nochmal um die Asamunda-Tüten. Genau, ich sag mal, wir fangen an und schauen in der Box rein. So, meine Lieben, ich hatte ja bereits vor einigen Tagen schon ein Video hochgeladen mit Asamunda-Tüten. Da hatte ich aber schon mein Fauxpas erzählt. Ich hatte aus Versehen nochmal bestellt, weil ich dachte, die erste Bestellung ist nicht rausgegangen, weil ich keine E-Mail bekommen habe. Ich hatte ja gesagt, ich lasse die in eine Packstation drin, weil diese in eine Packstation gegangen sind und die anderen kamen bei mir nach Hause geliefert, komischerweise. Wir werden jetzt trotzdem unboxen. Wie gesagt, ich hatte ja in dem anderen Video hatten wir ja zweimal die gleichen Wundertüten drin. Wir schauen mal jetzt hier rein, ob wir jetzt hier auch zweimal die gleichen Wundertüten drin haben. Ich hoffe es nicht. Wie gesagt, von die andere Tüte werde ich auf jeden Fall, denke ich mal, zurückschicken. Ja, kann man ja umtauschen. Ne, was soll ich? Ist zwar ein Peeling drinne und das Haarshampoo, aber was soll ich mit dem? Was soll ich damit allem mit die anderen Sachen, weil das sind doch nur Sachen, die ich nicht so gebrauchen kann oder häufig benutze, sagen wir mal so. Ne? Ich habe es noch nicht aufgemacht. Ich öffne es jetzt mal. Hier ist der Karton. Der ist noch zu, der ist wieder schwer. Wir öffnen es gemeinsam. So. Hier hatte ich einen kleinen Rabatt. Hatte ich ja gesagt, mit dem Code ASAM extra 10. Habe ich 7 Euro günstiger gekriegt. Ne? Habe ich jetzt für zwei Tüten 62,98 bezahlt. Also 34,99 sind die regulär. Und ich habe 62,98 für beide bezahlt. Ne? Ich habe auf jeden Fall auch ein Rückgaberecht, hat man auf jeden Fall. So. Okay. Hier ist das Pröbchen wieder. Ne? Reseva, habe ich gesagt. Resveratrol, ne? Lüftlingcreme. Ja. So, Papier. Ich habe die Befürchtung, dass das bestimmt die gleichen Sachen drin sind, so wie in der anderen Box. Vielleicht. Tüten. Das sind keine großen Sachen auf jeden Fall. Ja. Ja. Obwohl ich habe die eine Tüte mittags bestellt, die anderen. Und die hatte ich abends nochmal gegen 10 Uhr bestellt. Wieder eine Joghurtmaske. Wieder eine Joghurtmaske drin. Ja. Wie gesagt, der Warenwert von den anderen Tüten war auch nicht so hoch. Waren die 60 Euro, 62 Euro. Wie gesagt, ihr könnt gerne das andere Video anschauen. Da sind auch die Preise nochmal drin. Wie gesagt. Hier haben wir eine Joghurtmaske, ne? Hautberuhigende Joghurtmaske. Die war auch nicht so teuer. Nein, das kann nicht sein. Das sind genau die gleichen Tüten. Genau die gleiche Tüte. Das gleiche Peeling. Geht nonstop zurück. Nonstop. Wieder das gleiche Peeling. Ihr habt gesehen. Ich bin anders angezogen, ne? Anders angezogen. Und ich habe es live gerade die Box geöffnet. Das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz, Leute. Ich zeige euch gleich auch den anderen Karton. Nicht, dass die einen sagt, hör mal, der andere Karton war schon aufgerissen. Box, die kacken jetzt zweimal hier an, ne? Die Tüten. Nein, 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 nein. Nein. Zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall das gleiche Peeling. Ja. Der gleiche Roller. Ich breche ins Essen, ey. Ich breche ins Essen. Zwei unterschiedliche Bestellungen. Das gleiche Shampoo. Das gleiche Shampoo. Ey Leute, wollt ihr mich verarschen? Das ist nicht wahr, oder? Ey. Und das Ding ist. Das ist gut. Gut, ne? Ich brauche nichts sagen. Schaut ein anderes Video. Auf jeden Fall haben wir hier ein Volumen-Lippenbalm von Magic Feeling. Ist ja ganz nett. Aber. Nein. Das ist doch Mist. Das ist Mist. Ich zeige euch das jetzt gleich. Ich zeige euch gleich mal alle vier Tüten. Oder eine dritte Tüte. Dann wisst ihr Bescheid, dass ich nicht hier bestellt habe.
Das ist nicht wahr. Jetzt darf ich nicht durcheinander kommen, weil das geht gleich alles schön zurück. Das ist nicht wahr. So, und weil es so schön ist, hole ich jetzt doch eine Tüte aus dem Karton, weil ich habe ja doch eine Tüte geholt, ne? Nein. Ist das nicht wahr? Ich habe ein Déjà-vu. Ja, genau das gleiche. Ey, Leute, ich habe unterschiedliche Bestellstunden gemacht. Ich habe das im Gefühl gehabt. Das ist diese Anti-Rötungsserum, ne? Für diejenigen, die das andere Video nicht gesehen haben. Ich falle vom Glauben. Nein. Was ist das? Das ist nicht wahr. Ich bin sprachlos. Mir fehlen die Worte. Das ist doch nicht wahr. Ich habe extra, weil nicht extra, aber aus Versehen unterschiedliche, weil ich habe gesagt, dass ich gedacht habe, ich habe, weil ich ja keine Bestellbestätigung bekommen habe, ich werde euch das jetzt zeigen. So, das sind die Tüten, die ich jetzt gerade aus der Box rausgeholt habe. Die werde ich jetzt reinpacken. Ne? Nicht, dass ihr sagt, hör mal, die hat das schon mal angeboxt, nur jetzt andere Klamotte an oder was. Ne? So, ich werde mich jetzt hier runter mal bücken. Hier. Dass ihr mir das glaubt, ne? Hier. Und das, wie gesagt, und dieses, ne? Hier. Das ist doch Mist. Und dann bücke ich mich jetzt hier runter, weil. Hier ist das Gleiche, ne? Nochmal. Also, das ist scheiße. Das ist absolut scheiße. Liebes M-Asam-Team, bitte achtet doch wenigstens darauf, bei den Bestellungen unterschiedliche Tüten reinzupacken. Wenn die Leute schon mehrere Tüten bestellen, dann achtet doch bitte darauf, dass die Leute auch verschiedene Produkte in den Boxen bekommen, um sie auszuprobieren. Wir bestellen sie ja nicht aus Spaß, um Dollerei. Wir möchten ja eure Produkte auch kennenlernen. Ne? Dann möchte ich auch schon, wenn ich zwei verschiedene, also mehrere Tüten bestelle, dass die Tüten unterschiedlich gepackt sind. Bitte, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns darüber beschweren. Wir beschweren uns ja jedes Mal, wenn mehrere Tüten gekauft werden, dass das gleiche Inhalt drin ist. Und jetzt habe ich auch noch den Mist, dass ich vier identische Tüten hier habe, obwohl ich in unterschiedlichen Stundenzeiten die Tüten bestellt habe. Leute, bitte achtet doch bitte da drauf. Sonst kann man das sich echt sparen. Das ist diese Rennereien. Ihr wollt ja auch die Produkte nicht wieder haben. Und die ganzen Abwicklungen kostet euch auch Geld. Ne? Und Nerven. Die Sachen wieder retour, bla bla bla. Ne? Das ist ja nicht nur eben, dass wir müssen dann wieder verpacken, wieder ausdrucken am Computer, wieder zur Post bringen. Ihr bekommt das dann, der ganze Postweg. Wenn ihr Pech habt, ist das auch noch beschädigt, kommt das beschädigt bei euch an. Und wieder die ganze Rückabwicklung ist komplizierter als dieses Verschicken. Ist so. Ne? Dann achtet doch bitte darauf, dass die Leute wenigstens unterschiedliche Tüten haben. Dann habt ihr auch nicht so viele Retouren. Ich könnte mir vorstellen, dass jede Menge Retouren zurückkommen. Was soll man damit? Man möchte doch eure Produkte testen. Bitte achtet doch darauf. Ich bin echt ein bisschen angepisst. Echt angepisst. Ich muss heute mal so sprechen. Ich bin stinkig. Das ist doch eine Verarschung. Oh. Vor allem, ich habe zwei unterschiedliche. Leute, hier ist ein Beleg. Die Rechnung.
Und hier ist ein Beleg. Wisst ihr, was ich meine? Es sind unterschiedliche Dings. Das ist scheiße. Ich habe auch zweimal nicht, ich zeige euch gleich nochmal nicht, ich habe da zusammengeschnitten. Hier, zweimal, in jeder Box kommt immer, also in jeden Karton kommt immer eine Dings. Probe. Das ist Kacke. Absolut Kacke. So, mein Lieben. Wie gesagt, ich werde definitiv werde ich 3 Tüten wieder zurückschicken. Weil das sehe ich nicht ein, Und ich habe noch Peeling hier stehen. Und nö. Die eine Tüte behalte ich zum Testen. Die anderen 3 Tüten gehen gleich echt Retour. Ist mir gleich egal. Stefan kommt gleich, hoffe ich. Und dann wird das eingepackt. Und dann geht das heute noch wieder zurück. Weil dann spare ich viel Geld. 70, 80, 90, 100. Okay, 100 Euro brauche ich nicht abschicken. Nur 34 Euro. Pumps, peng. Dann hat sich die Geschichte. Ne? Und noch der Rabatt von 3,50 Euro kommt auch noch da drauf. Dann zahle ich nämlich nur 31 und ein paar gequetschte. Oder 31, 32 Euro und dann ist gut. So, jetzt haben wir genug gemeckert. Das war ein schnelles Video, Auspackvideo und Meckervideo und Beschwerdevideo. Muss auch mal sein. Das ist doch scheiße. So, das war's. Wie gesagt, liebes M-Asam-Team, bitte überdenkt eure Verpackungsweise. Weil das ist Käse. Das ist Käse. Das ist nur Aufwand, kostenlose Ärgernis, Aufwand. Und der Aufwand kostet ja auch Geld, ne? Betriebskosten etc., Arbeitskosten. Hängt da alles mit drin. In der Zeit könnt ihr schon wieder was anderes machen. So. So, meine Lieben, das war's jetzt. Das war dieses Mal mit den Wundertüten echt ein Reinfall. Obwohl Peelings drin sind. Gut, Herr Benner, unterschiedliche Peelings drin, hätte ich auch noch gesagt, okay. Aber wie gesagt, war nicht. Wir hatten 4-mal die gleichen Tüten. Traurig. Traurig. Von 2 unterschiedlichen Bestellungen 4-mal das gleiche. Mist. So, ich sag jetzt mal, Dankeschön fürs Reinschauen, Zuschauen, dranbleiben. Denkt dran, passt auf euch auf, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao, tschüss, Kowski, bye, tschüss, tschüss. Tschüss, mit der Höhe, ciao. Bye.